Hallo ihr Süßen, ich habe ein H&M-Haul für euch und nicht nur H&M, sondern ein, zwei Sachen sind auch noch aus einem anderen Geschäft. Ich habe mir überlegt, ich werde das diesmal so machen, dass ich euch die Sachen nicht in die Kamera halte, weil ich finde, dass man da immer nicht so wirklich sehen kann, was man da genau gekauft hat, weil man es eben nicht so weit weghalten kann. Deshalb habe ich mir gedacht, ich werde einfach die Sachen anziehen, euch filmen, wie ich sie trage und euch dann hinten nebendran reinschreiben, was es gekostet hat, woher ich es habe. Und euch natürlich unten in der Infobox verlinken, wenn die Sachen noch erhältlich sind, wo ihr sie direkt anklicken könnt und bestellen könnt. Und dann wollen wir mal einfach anfangen. Hier seht ihr das Outfit Nummer 1. Hier habe ich eine Biker-Leggings von H&M kombiniert, die ihr gleich nochmal in der Nahaufnahme seht, mit einem schlichten T-Shirt und die Biker-Boots in braun, orangebraun. Hier seht ihr dann die Nahaufnahme, das macht das sozusagen zur Biker-Leggings. Es ist auch so ein bisschen abgewetzt, die Farbe, und ist super bequem. Ich rate euch allerdings, eine Nummer kleiner zu nehmen, weil sie doch sehr bequem ist. Hier habe ich jetzt dazu kombiniert mein neues T-Shirt von H&M mit V-Ausschnitt. Aber wir sind schon beim nächsten Outfit, und hier habe ich super coole Schuhe kombiniert mit einer zerrissenen Hose und einem sehr sportlichen T-Shirt meiner Meinung nach. Gleich seht ihr nochmal die Nahaufnahme. So, jetzt zu den Schuhen. Ich finde die einfach so, so toll. Sie sind vielleicht nicht für jedermann was, aber ich bin ja sowieso so mintfarben und ach, wunderschön. Die Hose hat eben diese Schlitze, und ich habe das Problem, ich bleibe da immer beim Anziehen drin hängen, was mir jetzt nichts ausmacht, weil somit der Riss größer wird und so noch ein bisschen mehr abgewetzt ist. Das Oberteil hat an den Seiten so eine Schlitze und ist leicht durchsichtig, wie man hier offensichtlich sehen kann. Aber ich fühle mich super wohl da drin, und ich habe auch das Gefühl, das macht mich optisch schlanker, als ich eigentlich bin. Dazu kombiniert zu der Hose und den Schuhen habe ich nochmal ein schlichtes T-Shirt von H&M und habe das so seitlich reingesteckt, was es super schön sportlich macht. Und ja, das Besondere an dem T-Shirt ist, dass es vorne kurz ist und hinten lang und da auch eine Naht besitzt am hinteren Rücken. Kommen wir zu meinem neuen Kimono, den ich so toll finde. Für den Sommer fand ich ihn einfach genial. Der hat nur 3 Euro gekostet bei H&M. Online kostet er mehr, und dazu habe ich kombiniert eine Röhrenjeans von H&M, die erste übrigens, die auch schön von der Länge passt, mit Ballerinas von H&M. Große, große Liebe. Ja, jetzt das schwarze Top hat gar nichts damit zu tun, sondern wir wollen die Hose anschauen. Und die Hose ist einfach so bequem und ein so weicher Stoff. Ich hätte das nicht gedacht. Ich hatte eigentlich gedacht, ich würde sie zurückschicken, aber der Tragekomfort ist einmalig. Ja, hier habt ihr ein Sport-T-Shirt, weil ich momentan auf diese sportlichen Sachen eher stehe. Das habe ich kombiniert mit einem drapierten Rock von H&M, der super bequem ist, aber finde ich, dass er manchmal etwas schwer zu kombinieren ist. Dazu trage ich weiße Sneaker. So, hier sieht man nochmal den Rock in der Nahaufnahme. Ja, hier das erwähnte T-Shirt, was ich mir auch nochmal in dunkel geholt hatte, mit meiner Shorts, die ich unendlich liebe, mit den Rüschen da unten dran oder Spitze, wie auch immer man das nennen möchte. Dazu trage ich wieder die Ballerinas, und hinten, wie ihr seht, ist das T-Shirt natürlich länger, was gerade so einen Vorteil hat, wenn man den Po ein bisschen verstecken möchte. Ja, der Kimono, Cardigan, was auch immer das ist, ich bin so verliebt in ihn. Dazu trage ich ein Sportshirt, was auch leicht durchsichtig ist, Sandaletten und eine Biker-Shorts, die ihr jetzt auch noch mal in der Nahaufnahme seht, die mir ein bisschen zu groß ist, aber ich finde einfach, für den Winter mag ich es, wenn es, also ich habe die jetzt für den Winter und besonders auch mitgenommen, mag ich es, wenn es etwas lockerer ist. Ja, das wäre sozusagen mein H&M-Einkauf. So ihr Lieben, jetzt hoffe ich, euch hat der Haul gefallen. Es waren vielleicht ein, zwei Sachen für euch mit sogar dabei. Die Sachen sind wie immer unten in der Infobox verlinkt, die ich noch finden konnte. Und wenn ihr die anderen zwei Videos noch nicht gesehen habt, hier drüben, dann klickt doch gerne drauf, oder unten in der Infobox sind auch die Links dazu. Ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dann. Ciao.